jeder Menge Frust und Ärger. Ein Jahr ist so oft bedeutungslos. Sie wollen nicht die 10.000 Puzzleteile. Ich bin mittlerweile seit über 27 Jahren im Verkauf. Und insbesondere in der ersten Hälfte davon habe ich so ziemlich jeden Fehler gemacht, den man im Verkauf nur machen kann. Das hat nicht nur viel Geld gekostet, sondern auch zu jeder Menge Frust und Ärger geführt. Und natürlich ist auch jede Menge Zeit dabei draufgegangen. Ganz einfach, weil Verhandlungen oft viel länger gedauert haben, als eigentlich nötig gewesen wäre, wenn sie denn überhaupt erfolgreich waren. Und in einigen Fällen hat auch das Verhältnis zu meinen Kunden unter diesen Fehlern gelitten. Und in diesem Video spreche ich über meine 7 größten Fehler und vor allen Dingen auch, wie man die abstellen kann, wie man es besser machen kann. Ganz einfach, weil ich festgestellt habe, dass das genau die gleichen Dinge sind, die für viele das Verkaufen so unangenehm und so unerfolgreich machen und die so viele Business davon abhalten, mehr zu erreichen, zu wachsen. Hallo, mein Name ist Mike Lickies von Passion & Profit. Willkommen auf unserem Kanal, wo wir Beratern und Freelancern in B2B zeigen, wie sie ihr Business einfacher, aber natürlich auch erfolgreicher gestalten können. Bevor wir uns gleich die 7 Fehler im Detail anschauen, kurz ein paar Worte zu mir. Ganz einfach, weil mein Beispiel zeigt, dass man zu einem erfolgreichen Verkäufer nicht geboren sein muss, sondern dass im Gegenteil jeder erfolgreich verkaufen kann, wenn man einfach nur ein paar Sachen sein lässt. Und am Ende des Videos zeige ich dir noch, wie du deine Akquise wirklich erfolgreich machst und wie du deinen Verkaufsprozess beschleunigen kannst. So beschleunigen kannst, dass du in Zukunft doppelt so schnell zum Abschluss kommst. Ich bin von Hause aus Wirtschaftsinformatiker. Das heißt, ich habe keine formale Ausbildung in Marketing oder Verkauf. Und ich würde meine Herangehensweise an die Dinge auch als eher sachlich, nüchtern beschreiben. Im Verkauf bin ich mehr durch Zufall gelandet. Und mein erster Verkaufsjob bestand darin, Büro- und Kopiergeräte an Firmenkunden zu verkaufen. Und tja, was soll ich sagen? Ich habe es überhaupt nicht gemocht und ich war auch nicht wirklich gut. Vielleicht war das auch der Grund, weshalb ich es nicht gemocht habe. Auf alle Fälle habe ich so wenig gemocht, dass ich nach einiger Zeit die Brocken schon wieder hinschmeißen wollte, als etwas passiert ist, das ich aus heutiger Sicht als eines meiner großen Schlüsselerlebnisse im Verkauf bezeichne. Ein großer Kunde aus meinem Gebiet war dabei, die Verträge mit uns zu kündigen und das Kündigungsschreiben war auch schon eingegangen. Ich habe dennoch den Kunden um einen Termin gebeten, ganz einfach, weil ich wissen wollte, was ist schiefgelaufen? Was hat den Kunden dazu gebracht, die Verträge mit uns zu kündigen? Ich habe den Termin auch bekommen, allerdings unter der Bedingung, dass ich jeglichen Versuch bleiben lasse, den Kunden rumzudrehen, den Kunden wieder zurückzuholen. Ich musste quasi versprechen, dass ich nicht versuche zu verkaufen. Ich habe mich damals gefragt, ob es dann überhaupt Sinn macht, diesen Termin wahrzunehmen. Nichts ahnend, dass genau diese Bedingung alles für mich verändern würde. Diese Bedingung hatte nämlich einen sehr positiven Nebeneffekt. Denn als der Kunde und ich jetzt zusammensaßen, war jeglicher Verkaufsdruck eliminiert. Das heißt, der Kunde musste nicht mehr länger Angst haben, dass ihm jemand gegenüber sitzt, der am Ende des Tages doch wieder nur ein Produkt loswerden will. Und auch für mich war es sehr positiv, denn ich hatte nicht mehr länger im Hinterkopf, was muss ich tun, um den Kunden irgendwie zu überzeugen, um ihn doch noch zurückzugewinnen. Und das hat zu einem sehr, sehr offenen und sehr tiefgehenden Gespräch geführt, was auf beiden Seiten eine Menge Vertrauen geschafft hat. Und aufgrund dieses Vertrauens gab es dann noch ein Gespräch und dann noch ein Gespräch. Und am Ende ist der Kunde nicht nur zu uns zurückgekommen, sondern er hat auch einen Vertrag unterzeichnet, dessen Volumen weit über dem Volumen des bisherigen Vertrages lag. Ich habe damals noch nicht wirklich verstanden, was da genau passiert ist. Aber eins war klar, aufgrund der Bedingung, nicht verkaufen zu dürfen, konnte ich jetzt natürlich auch keine Verkaufsfehler mehr machen. Das heißt schlicht und ergreifend, ich konnte mir nicht mehr länger selbst ins Knie schießen. Und hier kommt Fehler Nummer 1. Ich hatte oft den vollkommen falschen Fokus. Ich war meist so fokussiert auf die Frage, was muss ich sagen, um einen Termin zu bekommen? Oder was muss ich in ein Angebot schreiben, um die Unterschrift des Kunden zu erhalten? Oder was muss ich in eine Präsentation reinpacken, damit der Kunde am Ende von den Socken ist? Ich habe überhaupt nicht gemerkt, dass es bei all diesen Dingen nur um mich ging, weil ich den Termin wollte, weil ich die Unterschrift wollte, weil ich wollte, dass der Kunde wow sagt. Doch der Punkt ist, wenn wir mit einem potenziellen Kunden Kontakt aufnehmen, egal ob am Telefon oder per LinkedIn oder sonst irgendwie, hat diese Person 3 Fragen im Kopf, bewusst oder unbewusst. Die erste Frage lautet, mit wem habe ich es hier überhaupt zu tun? Dabei geht es weniger um den Namen oder um die Firma, sondern vielmehr um die Frage,
Ist diese Person echt? Geht es dieser Person tatsächlich um mich? Die zweite Frage lautet, was hat das alles mit mir zu tun? Was geht mich das an? Und die dritte Frage lautet, was habe ich davon? Was ist dabei für mich drin? Und wenn du dir diese drei Fragen etwas genauer anschaust, wirst du feststellen, dass du als Anbieter darin überhaupt nicht vorkommst. Tatsache ist, was du willst, was du denkst, was du gern hättest, interessiert den Kunden nicht die Bohne. Du als Anbieter wirst erst dann interessant, wenn der Kunde sieht, dass du ihm tatsächlich bei der Lösung seiner Probleme behilflich sein kannst. Erst dann und nur dann wird der Kunde dir zuhören und dir Aufmerksamkeit schenken. Fehler Nummer 2, ich war zu pushy. Ich wollte oft zu schnell, zu viel. Ich wollte immer möglichst sofort die Zustimmung des Kunden zu einem Termin oder zu einem Angebot. Und um diese Zustimmung zu erhalten, habe ich versucht, alles so zu arrangieren, dass ein Kunde möglichst gar nicht Nein sagen kann. Das Fatale daran ist, wenn ich jemanden die Möglichkeit nehme, Nein zu sagen, entziehe ich dieser Person Kontrolle. Doch wenn ich jemanden die Kontrolle wegnehme, nehme ich der Person auch Sicherheit. Und ein Kunde, der sich nicht sicher fühlt, wird niemals kaufen. Und genau das ist ein Fehler, den eigentlich fast alle machen. Sie gehen immer nur auf das Ja und versuchen, das Nein zu vermeiden. So, als ob ein Ja gut und das Nein schlecht wäre. Als ob Nein den Tod bedeuten würde. Doch Tatsache ist, ein Ja ist so oft bedeutungslos. Und schlimmer noch, wenn ich jemanden zu einem Ja pushe, dann ist das nicht sein Ja, sondern dann wird er alle möglichen Gründe finden, um von diesem Ja wieder zurückzutreten. Die Möglichkeit, Nein sagen zu können, gibt einem das Gefühl von Kontrolle und von Sicherheit. Und erst durch diese Möglichkeit, Nein sagen zu können, kann ein echtes Gespräch überhaupt erst zustande kommen. Wie in dem Beispiel mit dem Kunden, der zu uns zurückgekommen ist. Das wäre nicht möglich gewesen, wenn ich sein Veto nicht zu verkaufen nicht akzeptiert hätte. Was viele überhaupt nicht sehen ist, das Nein ist so viel wichtiger als das Ja. So wichtig, dass ich darüber auch ein ganzes Video gemacht habe. Den Link findest du unten in der Beschreibung. Fehler Nummer 3. Ich habe lange Zeit nicht das große Ganze gesehen, sondern war stattdessen immer nur fokussiert darauf, mein Angebot ins richtige Licht zu rücken, die Features möglichst schnuggelig zu präsentieren oder die Vorteile richtig zu verargumentieren. Die Gesamtsituation des Kunden habe ich meist vollkommen außer Acht gelassen. Und das passiert immer wieder, dass Anbieter einfach vergessen, Kunden kaufen ein Angebot nicht des Angebotes wegen, sondern sie kaufen dieses Angebot, weil es dabei hilft, ein bestimmtes Problem zu lösen oder ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und diese Probleme oder Ziele sind meist eingebettet in größere Probleme und Herausforderungen oder in noch größere Ziele. Wenn du immer nur über dein Angebot sprichst, wird der Kunde dich nicht als hilfreich empfinden, sondern vielmehr als jemanden, der einfach nur sein Angebot verkaufen will. Erst wenn du in der Lage bist, die Gesamtsituation des Kunden zu verstehen und wenn du zeigen kannst, dass dein Angebot mithelfen kann, auch die ganz großen Probleme zu lösen oder die ganz großen Ziele zu erreichen, wirst du für den Kunden wirklich interessant und dann wird der Kunde auch spüren, dass es dir um ihn, um den Kunden geht und nicht nur darum, dein Angebot zu verkaufen. Der nächste große Fehler bestand darin, dass ich Angebote gemacht habe, die Kunden mehr verunsichert als überzeugt haben. Und dieser Fehler steht in einem engen Zusammenhang mit dem vorherigen Fehler, nicht das große Ganze zu sehen. Wie gesagt, dein Angebot dient dazu, bei dem Kunden Probleme zu lösen oder Ziele zu erreichen. Und deshalb ist auch das genau das Erste, was in ein Angebot reingehört, nämlich, wie sehr kann dein Angebot dabei helfen, ein Problem zu lösen oder ein Ziel zu erreichen? Und wenn diese Frage beantwortet ist, kommt automatisch die nächste Frage. Wie genau machst du das? Wie genau findet das statt? Und genau an diesem Punkt tappen die meisten Berater und Freelancer immer wieder in die gleiche Falle. Sie versuchen dem Kunden möglichst alles genau zu erklären und verunsichern ihn damit jedoch mehr, als dass sie ihn überzeugen. Stell dir dein Angebot wie ein Puzzlespiel mit 10.000 Puzzleteilen vor. Wenn Kunden dich fragen, wie genau sieht dein Prozess aus oder wie genau läuft die Zusammenarbeit ab, dann wollen sie ein Bild. Sie wollen nicht die 10.000 Puzzleteile vor die Füße geschüttet bekommen. Doch das ist genau das, was Berater und Freelancer tun, wenn sie anfangen, ihre Leistung zu erklären. Sie gehen in die nitty-gritty Details, die für Kunden aber oft vollkommen überfrachten sind. Das wichtigste Teil an einem Puzzlespiel sind nicht die Puzzleteile, sondern ist das Coverbild. Und das ist genau das, was du in deinem Angebot präsentieren musst. Fehler Nummer 5, kein Follow-up. Das heißt, ich habe Kontakte, Termine, Angebote nicht genug nachverfolgt.
Und dahinter steckt ein großes Missverständnis. Wir denken oft, dass Kunden sich von selbst melden, wenn sie ein bestimmtes Angebot interessant finden und haben wollen. Doch die Realität zeigt, das passiert einfach nicht. Und zwar nicht, weil Kunden ein Angebot nicht gut finden oder es nicht haben wollen, sondern ganz einfach, weil auch solche Dinge im Alltag untergehen. Weil ein Kunde ist im Stress, der hat andere Probleme, der hat andere Sorgen. Dessen Welt dreht sich nicht nur um dein Angebot. Und deshalb ist es so wichtig, dort dran zu bleiben, nachzufragen. Nachzufragen, wie kann man gegebenenfalls helfen? Statistiken zeigen, dass man zwischen 5 und 8 Mal nachverfolgen muss, bevor ein Kunde kauft. Doch die meisten Anbieter hören nach dem 3. Kontakt auf. Das bezieht sich nicht nur auf Angebote, sondern das bezieht sich auch auf solche Dinge wie beispielsweise Netzwerkkontakte, also Leute, die ich irgendwo kennengelernt habe und die ich zu meinen potenziellen Kunden zähle. Wenn ich die nicht nachverfolge, wenn ich da nicht dranbleibe und dafür sorge, dass eine Beziehung entsteht, werden diese Menschen niemals bei mir kaufen. Und das Nachverfolgen ist auch noch aus einem weiteren Grund sinnvoll, denn es synchronisiert gewissermaßen Anbieter und Kunde. Was meine ich damit? Nun, ganz einfach. Kunden kaufen in ihrem eigenen Tempo. Sie sind selten in dem Moment kaufbereit, in dem ein Anbieter gerne etwas verkaufen möchte. Doch wenn ich jetzt als Anbieter dranbleibe, immer wieder im Kontakt mit dem Kunden stehe, dann erhöhe ich ganz einfach meine Wahrscheinlichkeit, im richtigen Augenblick zur Stelle zu sein. Ich synchronisiere quasi mein Verkaufsverhalten mit dem Kaufverhalten des Kunden. Fehler Nummer 6. Ich habe alle potenziellen Kunden gleich behandelt. Das heißt, ich habe immer so getan, als ob alle meine potenziellen Kunden an derselben Stelle stehen würden und habe versucht, auf alle das gleiche Schema drüber zu legen. Doch in der Realität ist es so, dass potenzielle Kunden an 3 verschiedenen Stellen stehen können. Da haben wir zunächst die, die wir als kalte Kontakte bezeichnen. Und damit gemeint sind Leute, die dich gerade erst kennengelernt haben, die jetzt gerade erst quasi in deine Welt eingetreten sind. Die kennen dich noch nicht, die haben noch keinerlei Vertrauen zu dir, die stehen allem, was du sagst, skeptisch gegenüber. Ihr seid quasi noch nicht warm miteinander geworden. Und bei dieser Gruppe muss ich erstmal etwas mehr Vertrauen aufbauen und dafür sorgen, dass wir quasi warm miteinander werden. Die zweite Gruppe sind die, die wir als warmere Kontakte bezeichnen. Und das sind Leute, die kennen dich jetzt schon etwas besser. Die sind neugierig, die checken dich aus. Aber die sind noch nicht an der Stelle, dass sie auch kaufen wollen. Und das ist dann auch die dritte Gruppe. Das sind die Leute, die wir als heiße Kontakte bezeichnen. Das sind die Leute, die heiß darauf sind, mit dir zusammenzuarbeiten. Die haben alle Informationen, die sie brauchen. Sie haben Vertrauen zu dir. Sie warten jetzt nur noch darauf, dass du ihnen das richtige Angebot machst. Und jede dieser 3 Gruppen, kalte, warme und heiße Kontakte, müssen anders behandelt werden, denn die haben andere Bedürfnisse und brauchen letzten Endes auch andere Angebote. Und Fehler Nummer 7, ich hatte nicht wirklich einen vernünftigen Verkaufsprozess. Oder anders ausgedrückt, ich hatte gar keinen Verkaufsprozess. Ich habe Verkaufen eher als eventbasiert betrachtet. Das heißt, Verkaufen bestand für mich in einem Gespräch, das ich mit dem Kunden führe oder in einer Präsentation, die ich mache oder in einem Angebot, das ich schreibe. Aber alles war voneinander getrennt. Da gab es nicht wirklich einen Prozess, der standardisiert von einem Schritt zum nächsten geführt hat. Das Hauptproblem, das sich daraus ergeben hat, war ein vollkommen verkorkstes Timing. So habe ich beispielsweise viel zu oft mit den falschen Kunden gesprochen, also Leuten, die am Ende doch nicht gekauft haben. Ganz einfach, weil ich keinen Prozess hatte mit einem Schritt vor dem Gespräch, um potenzielle Kunden zu qualifizieren oder eben zu disqualifizieren. Oder ich habe die falschen Angebote geschrieben. Ganz einfach, weil ich keinen Prozess mit einem Schritt hatte, um sicherzustellen, dass ich alle Anforderungen des Kunden auch genau verstehe. Oder ich habe viel zu früh Präsentationen gehalten und oftmals war mir bei den Präsentationen auch überhaupt nicht klar, was danach passieren würde, wenn dem Kunden die Präsentation gefällt, weil ich keinen Prozess hatte, in dem diese Dinge in irgendeiner Art und Weise sichergestellt würden. Man muss hier ein bisschen denken wie ein Schachspieler. Ein Zug führt zum nächsten, wie bei einem Schachspiel eben. Doch wenn man es richtig macht, befreit man sich selbst und den Kunden von einer ganzen Menge Verkaufsdruck. Denn man ist nicht mehr länger abhängig davon, dass die eine Sache wie ein Gespräch oder ein Angebot perfekt funktionieren, sondern alles ist eingebettet in einen Prozess, der den Kunden auf eine relativ natürliche Art und Weise von einem Schritt zum nächsten führt.
Das fühlt sich nicht nur angenehmer für beide Seiten an, sondern Verkaufen geht dadurch auch schneller, wird steuerbar und die Ergebnisse werden vorhersagbar. Apropos schneller zum Abschluss kommen. Wenn du jetzt gern wissen möchtest, wie du Verkaufen um 50% schneller machen kannst und dabei auch noch erfolgreicher bist, dann sieh dir doch einfach das Video hier links an, denn darin zeige ich dir, was genau in einen Verkaufsprozess gehört, damit Kunden dir von Anfang an ihre Aufmerksamkeit schenken und du von Anfang an ganz viel Vertrauen aufbaust. Und wenn du noch ganz am Anfang stehst und dich fragst, wie du überhaupt Akquise machen kannst, dann sieh dir einfach das Video hier links an, denn darin zeige ich dir, wie du eine Akquise-Strategie so aufbaust, dass du bei potenziellen Kunden auch garantiert ins Schwarze triffst.